Perlen, Stickereien, Besatz, immer noch Mode. Hier auch, das ist, sieht aus wie Schmuck. Und das ziert dann die Kleidung. Ah, hier ist wieder eine Jeans, kaputt und bemalt. Schulterbesatz, diesmal keine Piken, sondern Schmucksteine. Ah, hier die Hose. Wie wäre das? Beim Einkaufen ein Kleid aus den 50er Jahren mit bunten Blumen und etwas Grün. Weit, weiter Rock. Hier eine Gouvernante. Nein, das Kleid kann nicht für eine Gouvernante. Hier wieder die bunten Blumen. Das ist der Trend im neuen Jahr. Sieht gar nicht so übel aus. Hier sind die Steine an einer Tasche befestigt. Also Steine. Hier sieht man auch einen Ausschnitt. Steine, leider, das Foto ist nicht so gut geworden. Hier noch einmal, warum nicht? Alles mit Steinen besetzt. Und hier wieder die berühmte Jeans mit dem Loch und Flecken, bunten Farbflecken. Ah, Knöpfe habe ich auch noch in meinem Schrank. Wie wäre es, wenn ich mal so einen Hut bastel und meine Perlen auf dem Gesicht? Im Gesicht meine Perlen. Sie hat sich sicherlich vorher mit Honig eingekleistert. Jetzt, wer gerne kritzelt, kann jetzt Stoffe entwerfen. Und hier trägt eine Dame geschnitzte Sachen als Hut auf dem Kopf. Auch etwas Besonderes. Und bei dieser Bluse bin ich direkt umgefallen. Gleich kommt noch ein Bild. Die soll sage und schreibe 790 Euro kosten. Hier mit Plissé gearbeitet. Sehr nett, aber auch sehr kostbar. Hier haben die Künstler das Wort, die Gesichter werden bemalt. Ich habe das Gefühl, ich befinde mich im Louvre und schaue mir Bilder an. Das ist ganz spannend. Also Lady Gaga hat sich allmählich durchgesetzt und andere Kandidaten, die eben schrill auf der Bühne bunte Mode und ja bunte Schminke zeigen. Das ist der Trend, durchaus erlaubt, auch beim Einkaufen so zu erscheinen. Und ja, man muss ein bisschen Mühe sich dabei machen, so gut kann man das nicht gleich beim ersten Mal hinbekommen. Hier wieder eine Stickerei auf einer Tasche, Stickerei und Besatz und Perlen und Schmucksteine, immer noch Mode. Und wer gerne stolpern möchte als Frau, ziehe sich diese Sandalen an. Ach so, 630 Euro. Und dann will ich eigentlich warnen vor so einem Halsschmuck. Wer sich aber gerne erwürgen möchte, bitteschön, kein Problem.